Neben Super Mario und Sonic gab es auch andere Spielefiguren aus der Jump-and-Run-Welt, die besonders beliebt waren, wie zum Beispiel Rayman. Rayman spielt man ebenso wie Sonic und Mario in diversen Jump-and-Run-Einlagen. Und hier haben wir den neuesten Ableger für iOS-Geräte von Rayman im Test. Es handelt sich um die App Rayman Jungle Run. Ziel des Spiels ist es, das Level zunächst erst einmal zu beenden, und dazu kann man verschiedene im Level verteilte Münzen und Punkte einsammeln, mit denen man sich bestimmte Bewertungen im Levelziel erarbeiten kann und letztendlich auch andere Level freischaltet. Die Steuerung ist dabei sehr, sehr einfach umgesetzt worden. Rayman läuft stets von alleine. Man muss also das iOS-Device nicht in irgendeiner Art und Weise kippen oder ähnliches. Man muss lediglich genau zu jenem Zeitpunkt auf den iPhone-Screen tappen, damit Rayman springt. Und das funktioniert besonders einfach und überraschend gut, wie man das hier sehen kann. Kommt dann also Rayman wirklich in Fahrt in einigen Levels, und das ist sehr, sehr schön umgesetzt worden. Die Grafik ist ebenso wunderschön anzusehen. Man sieht hier tolle animierte Levels sowie einzelne Passagen, die sehr schön gezeichnet worden sind. Rayman Jungle Run bietet zudem zahlreiche neue Welten, die man erkundigen kann, sodass einem auch hier für zahlreiche Stunden toller Spielspaß geboten wird. Insgesamt stehen 40 Level zur Verfügung, und in jeder Welt lernt Rayman eine neue Fähigkeit, eine neue Kraft kennen, die man freischalten kann. Rayman Jungle Run kann aber nicht nur durch seine tolle Grafik, sondern auch durch die grandiose Hintergrundmusik punkten. Die einfache Touch-Steuerung sowie exklusive Wallpaper, die man bei erfolgreichen Levelabschlüssen für sein iOS-Gerät erhält, stellen ebenso tolle und nützliche Zusatzinhalte bzw. zusätzliche Features dar, die sehr, sehr sinnvoll sind und viel Spaß machen. Rayman Jungle Run kostet 2,39 € im App Store und ist für das iPhone, den iPod Touch sowie für das iPad erhältlich. Die 2,39 € ist das Spiel auch vollkommen wert, denn man bekommt hier eines der besten Jump'n'Run-Games für Apples iOS-Gerät.